So, und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem nächsten Stream. Zu Metro Exodus. Na, meine Rehe? Also gut, laut Questfall müssen wir da lang. Dann gehen wir doch mal da lang. Ach, guck mal. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Oh, da oben ballert jemand. Vielleicht sollten wir uns das mal anschauen. Dann würde es ja nur fast nochmal runtergehen. Oder hat jemand einen Wolf aufgehangen? Sehr schön. Hier haben wir irgendwas mit Sonne, wie es aussieht. Kinder der Sonne. Klingt nach Schlange. Auch nicht so, dass... Oh. Eine sehr verknotete Schlange. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Okay, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In dem Fall war es dann halt der Bär. Na gut, was haben wir hier Schönes drin? Oh, noch ein kleiner Bär. Wahrscheinlich hat er sein Junges gesucht hier. War dann der Mama-Bär davon. Und die haben jetzt wahrscheinlich... Na gut, warum nicht? Die wohnen da wahrscheinlich mehr oder weniger drin. Ich meine, so schlecht ist das jetzt ja auch nicht. Ich schätze mal, der Bär hat sich jetzt wieder verzogen. Weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, ihm hinterher zu rennen. Vor allem da Ethiom ja nicht wirklich schwimmen kann. Schauen wir uns vielleicht mal da oben um. Einmal gemütlich hochklettern hier. Danke für das Zeug, immerhin etwas.
So, das sieht doch schon mal gut aus. Da unten wäre noch jemand. Ist halt die Frage, ob wir die uns mehr oder weniger freundlich gesinnt sind. Testen wir es mal aus, wir haben ja gespeichert. Hi. Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung. Muss dem Lehrmeister sagen. Was denn? Dass ich unsere Leute verteidigt habe. Dass ich mich nicht verdrückt habe. Dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. Ja, wir lassen dich mal gerade. Sind wir mal nett. Eugene, der Pirat, könnte noch leben. Was glaubst du? Er hat einen Treffer vom Gebieter abbekommen. Vermutlich hat der Gebieter auch die Diener drin. Wir müssen wenigstens die Leichen holen. Wenn wir das nicht machen, werden wir als Feiglinge beschimpft. Genau. Also los. Ja. Ja. Aber sag mir ein. Wie habt ihr es geschafft, den Gebieter nicht zu sehen? Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und Eugene forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Späte. Ein Eindringling? Komisch. Olga hat davon gar nichts gesagt. Ich muss einmal mit uns kommen. Naja. Und? Wo ist er? Hängt er noch herum, falls der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Genau, verzieht euch mal schön. Es kommt doch nie jemand hierher. So. Versuchen wir hier mal so wenig Leute wie möglich aufzuschrecken und zu erledigen. Sicher ist sicher. Ja, wahrscheinlich müssen wir da hochklettern. So, Questmarker sagt darunter. Wahrscheinlich da dann auch wieder hoch. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir mal zu einem Punkt kommen, wo ich mal wieder agieren kann. Dass ich mal weiß, worauf ich ballern darf und worauf nicht. Dann können wir hier die Gegend noch ein bisschen weiter erkunden, denke ich. Wahrscheinlich. Natürlich nicht. Mit der Bewachung dieses Wegs leistest du richtige Arbeit. Dieser Typ ist nicht alleine hergekommen. Was glaubst du wohl, warum ich die Fallen aufstelle? Das habe ich mir schon gedacht. Der Rat versammelt sich nur, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt. Hast du übrigens eine Falle am Eingang zum Lager gelegt? Na klar, das war das Erste, was ich gemacht habe. Was ist mit der Höhle? Welche Höhle? Oh. Was meinst du mit welcher Höhle? Die hinter dem Tümpel an dem Flüsschen. Sie führt direkt zum Lager.
Ich glaube, da kommen wir erstmal nicht so vorbei. Ah, aber wir kriegen ja Informationen, sehr gut. Ja, echt. Gut, da müssen wir hin. Allerdings gibt es ja hier noch sowas wie eine Höhle. Na genau, da ist auch die Falle. Sehe ich gerade. So. Schärfen wir die mal. Dann würde ich doch mal hier reingucken. Karte bitte. Laut Karte sieht das doch schon mal ganz gut aus. Hier gemeint? So ungefähr, würde ich fast sagen. Hallo Patzi, wunderschönen guten Abend. Ich würde fast sagen, das ist die Höhle. Dann schauen wir uns da doch mal um. So, Licht vielleicht besser auslassen, obwohl wir sind halt gar nichts mehr. Schützziege des Planeten. Wie es der Schützziege des Planeten geht, weiß ich nicht. Mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Au. Es ist ein wenig dunkel hier. Ich glaube, dann machen wir doch mal das Licht an. Ja, ansonsten halt gucken, wie man mit den Umständen zurechtkommt. Aber es wird auf jeden Fall. Hätten wir wahrscheinlich dann ein Lager. Okay, gut zu wissen. Dann behalte ich mir das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Obwohl ich ja zu den Lagern relativ selten zurückkomme. So, dann verziehe ich mich mal unauffällig. Irgendwie müssen wir darüber, habe ich den Eindruck. Oder wir kommen hier zurück. Das kann halt auch sein. Machst du da unten? Achso, du trainierst. Hui.
gestorben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir wohl mal den Schweiß abwaschen müssen. Gesagt, wir sollen lesen. Mach das. Noch sieht's ja ganz gut aus. So, speichern wir mal gerade. Noch, ja. Würde das gern ausschalten? Danke. Hätten wir an dem vorbeikommen können? Ich versuch's mal. Testen kann man es ja auf jeden Fall mal. Soundcloud ist jetzt live auf Twitch. Kam gerade eine E-Mail rein. Wir kommen an dir auch, glaube ich, echt nicht vorbei. Was war das? Wer ist da? Wer ist da? Ich sollte besser etwas schlafen. Ich sehe schon. Naja, sagen wir mal, es hat funktioniert. Okay. Sagen wir einfach mal, das hat so funktioniert. Ansonsten müssen wir halt dann mit den Konsequenzen leben. Ah, ich hätte hier überhaupt nicht rüber müssen. Oder wie? Verdammt. War ich wieder etwas zu voreilig, wie das hier aussieht? Bau du mal schön rum. Passt schon. Wieder zurück. So, auf dem Lokus ist, glaube ich, keiner, wie es aussieht. Entscheiden, wenn er wieder da ist. Warum? Ich finde, wir hätten ihn nicht dorthin schicken sollen.
Er hat ja schließlich nicht gelogen. Das war der Streuner. Abgesehen davon hat Olga ihn abgelenkt. Dann ist er für seine Dummheit bestraft worden, nicht fürs Lügen. So dumm darf man wirklich nicht sein, wenn man jemanden bewacht. Er kann von Glück reden, dass der Streuner abgehauen ist. Er hätte ihm auch die Kehle aufschlitzen. Ach, müssen wir tatsächlich hier hochklettern? Ja. Das ist wohl wahr. Was glaubst du, wohin dieser Streuner gegangen ist? Dieser Saschka hat Vitya sagt, er sei zur Tür gegangen. Auf den Kopf geschlagen und jetzt folgen wir ihm dann. Hohlspur zum Haus des Lehrmeisters. Naja, hat uns ja eigentlich nichts getan. Abgesehen davon. Aber er hat es sich verdient. Dieser Einbildung war eine harte Nuss. Scheinbar hat das funktioniert. Lerne aus seinen Fehlern, Mann. Ja, ich lerne ja bereits. Auf jeden Fall macht er es für sich dadurch nur noch schlimmer. Jetzt müssen wir da weiter, oder wie? Ah, das ist okay. Normalerweise wird es aber auch gerade wieder sehr hell hier. Immerhin sind es noch die Worte des Lehrmeisters. Er interessiert mich an Scheiß. Natürlich. Und wir müssen tun, was er gesagt hat, sonst werden wir selbst überwinden. Meinst du, die Piraten sind schon zu welchen geworden? Sie verteidigen nicht mehr viel. Stattdessen greifen sie an, töten und plündern. Vielleicht ist das so. Jetzt bin ich halt wieder hier. Hallo Blackfish, genau, das ist rohes Met. Klappt das noch oder? Oh, ich glaube, das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Zumindest tut sich gerade nichts mehr. Na gut, aber ansonsten lief es ja doch immer relativ rund. So, dann schauen wir doch mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wo ist denn mein Taskmanager? Ich hätte gerne einen Taskmanager. Einmal kriege ich keinen. Hallo Fube. Okay, der Taskmanager liegt hinter Metro. Das ist natürlich super praktisch. Und du hast keine Rückmeldung mehr. Okay, dann kicken wir dich raus, würde ich mal sagen. Wenn ich da doch mal hinkommen würde. Diese Spiele, die sich halt immer so permanent in den Vordergrund drängen. So, Fenster schließt. Wie sieht's aus? Kriegst du das hin? Scheinbar nicht so. Ich würde ungern den Rechner jetzt deswegen neu starten müssen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte gern dieses Spiel bitte halt F4'en. Ah, fängt ja echt super an.
Sag, wieso ist denn das so hartnäckig? Ich kann auch quasi alles anwählen, na gut, mehr oder weniger. Außer Maestro gerade. Ich kann eigentlich nur Maestro anwählen. Alter Finne. Na gut, dann müssen wir doch Neustart vornehmen. Mist. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich jetzt hier mal überhaupt wieder irgendwas anwählen könnte. Wir haben gerade bitte Streamlabs, alles klar. Dann hätte ich gerne meine Maus. Geht das auch noch? Gut, dann schauen wir, ob es jetzt besser läuft. Ich habe jetzt auch meine Taskmanager auf und auf dem hoffentlich richtigen Bildschirm gepackt. So, ja. Hallo Fube. Ja, ich auch mal jetzt anständig begrüßen. Ja, irgendwie läuft das hier gerade alles nicht so rund. Alter, dieses Spiel. Also so die letzte Zeit ist es dann doch etwas verbuggt gegen Ende. Okay, wir müssen tatsächlich darüber. Andererseits, ich gucke mal, ob ich zur Höhle zurückkomme, dass ich es nochmal Nacht werden lasse, dass wir ein bisschen besser durchkommen. Weil das da scheint jetzt nicht so wirklich erfolgversprechend zu werden, habe ich den Eindruck. Obwohl. Ich glaube. Ne, falsche Taste auch noch gedrückt. Super, das wird so nichts. Stimmt, der ging, ist ja da unten auch noch irgendwie rumgegeistert. Wo habe ich denn eigentlich meinen letzten Speicherstand? Mein Gott, wenn diese Ladezeiten nicht so schlimm wären. Ich befürchte wirklich, ich brauche langsam eine SSD für Spiele. Wieder Geld ausgeben. Aber gut, soll sich ja wahrscheinlich auch lohnen. So, na gut, das Lager ist halt sau weit weg da unten. Die Ausbilder scheinen das auch zu denken. Immerhin haben sie Wachen. Hier gäbe es halt noch Zeug zu looten. Aber ich würde die ungern gegen mich aufbringen. Und ich glaube, umhauen darf ich sie halt auch nicht. Na, vielleicht versuche ich es dann doch nochmal in Helm. Also müssen auf jeden Fall darüber. Gucken wir, ob das funktioniert. Nö, nö. Das passt schon. Nee,
Okay, bei Licht kann ich das tatsächlich vergessen. Fick doch die Hände. Jetzt muss ich wieder zu diesem scheiß Lager zurückkommen irgendwie. Ah, es läuft halt echt nicht rund. Es läuft halt überhaupt nicht rund. Ist, glaube ich, keine gute Woche zu streamen, so wie das hier aussieht. Montag schon generell nichts gewesen. Heute geht zwar der Stream, aber das Spiel funktioniert halt nicht. Wo ist das denn? Vielleicht ist das ja noch irgendwie weiter weg. Ich meine, das macht jetzt auch nicht so unglaublich viel aus. Von der Zeit. Ja noch in der Ecke stehen muss. Keine Ahnung. Roman wird das entscheiden, wenn er wieder da ist. Warum? Ich finde, wir hätten ihn nicht dorthin schicken sollen. Er hat ja schließlich nicht gelogen. Das war der Streuner. Abgesehen davon hat Olga ihn abgelenkt. Dann ist er für seine... Hi. Ihr steht echt ungünstig, Jungs. Ihr steht so unglaublich ungünstig da. Ah, Spiel, echt. Ich würde halt schon ganz gern versuchen, hier durchzukommen, ohne Leute umzubringen. Also ihr lasst mir irgendwie gar keine Wahl. Irgendwie muss man euch ja zerlegen, sonst kommt man halt nicht weiter. Unschöne Schleichpassage. Wieso muss man eigentlich erst hier hochklettern, um jetzt diesen Weg freizuschalten? Vielleicht geht's jetzt schneller. Musst du jetzt daran rumfriemeln? Hey, was ist das da? Niemand. Ich bin unsichtbar. Schon okay. Dreh dich wieder um. Na komm. Das ist doch echt Mist gerade. Niemand mehr da? Okay, hallo Kepu. Hey, was ist das da? Es ist doch echt nicht möglich, jetzt schleichend durchzukommen. Das ist doch zum Kotzen. Meine Herren. So, hätten wir bis nachts. Was ist denn jetzt los? Wieso habe ich Schaden gekriegt? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. So, dann geht das jetzt hoffentlich besser. Ja, Metro 2033 ist auch ziemlich übel. Also das war wirklich... Das Schleichen war nicht wirklich machbar. Gegner haben viel zu viel ausgehalten. Last Light ist da deutlich besser. Aber bei 2033 musste ich mich auch die meiste Zeit irgendwie durchringen. Muss
mal so zu sagen. Nee, nee. Wieso schleichst du denn nicht mehr? So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Unauffällig? Niemand. Ich rufe die ganze Zeit jemand. Hallo. Hallo. So, das kann man weg. Ah, sollen da wahrscheinlich hoch. Ach, verhören die den? Kann das sein? Vielleicht kümmern wir uns da mal drum. Ja, das ist ja dann ärgerlich. Das stimmt. Hallo. Hallo. Ja, ist ja gut. Ja, ich bin mal gespannt, wann mein Dings ankommt. Wann mein HD2 ankommt. Wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Mhm. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch bei den Android-Dingern genug Möglichkeiten, da irgendwelche Sperren oder so zu umgehen. Aber ja, das ist ja echt nervig gemacht. Also, na gut, wahrscheinlich will Apple nicht, dass die Sachen weiterverkauft werden, sondern dass du dir neue Sachen kaufst. Und dementsprechend wird das dann, so gut es irgendwie geht, an den Benutzer gebunden. Ich meine, ist ja bei den ganzen Steam etc. bla bla, ist es ja genauso. Wieder was? Oh, wir haben eine ganze Menge übersehen, oder? Jo. Naja. Luida, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest, aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück. Egal wo du bist, hier ist es immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken, aber ihr seid keine Feiglinge, nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben, während wir geschossen haben, naja. Wir dachten, wir würden stärker werden, im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit sind wir Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpfen sie schon, solange ich mich erinnern kann. Wir haben getötet. Und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich ergeben, bis zum letzten Mann? Seit damals versuche ich, meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber es tut mir wirklich leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Sollst du nicht theoretisch auf deinem Account sehen, was für Geräte da noch angemeldet sind und all die nicht angemeldet sind, davon gelöst sind? Aber ich hatte damals auch mit einer Freundin, die ihr iPhone irgendwie retten wollte, beziehungsweise die Sachen von dem iPhone retten wollte. Das ging irgendwie scheinbar auch nur anständig mit meinem MacBook.
Naja, wie gesagt, dann soll es ja eigentlich nicht mehr angezeigt werden. Aber ja. Komisch, komisch. Oben ist jemand, oder? Moment, da war gerade was. Das nächste zum Lesen. Leute, ich bin mit etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt, kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten, verliere zu viel Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde er nicht gehen. Viel Glück, Leute. Der Rogo. Ja gut, wie gesagt, dann ist es ja schon mal etwas wert. Weil so Schiffchen gebaut. Genau, ja, wie gesagt, die meisten Radios haben ja auch irgendein Webinterface, wo du drauf gehen kannst. Das stimmt. Ich glaube, da geht's irgendwie nicht so gut. So, du noch irgendwas Neues? Achso, das ist einfach hier das nächste Banditencamp. Da hängt jemand. Den kann ich theoretisch auch ausschalten, oder? Hua, hallo. Verdammte Scheiße! Ach Mann. Wieso kommst du denn hier rüber? Du kannst ruhig da hinten bleiben. Das wäre deutlich einfacher. Na, jetzt stellt sich halt auch die Frage, ob es hier so unglaublich viel zu holen gibt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Das geht noch mächtig schief. Mhm. Wir werden hier abgemurkst. Ja, das ist, wie gesagt, so mit den neuen Smartphones ist halt auch immer ziemlich cool. Ah. Ich befürchte, wir müssen auf die andere Seite.
So, rutsch. Dann bitte einmal hier hoch. Hast du das selber oder vom Hörensagen, Fube? Patzi, sorry. Schrift ist so dunkel, dass ich es gerade nicht richtig sehen kann. So, hallo Kata. Ja, geht's gut. Danke für die Nachfrage. Freut mich. Alles soweit in Ordnung. Was hatten Sie noch gesagt? Ein langer Weg, ein gefährliches Schicksal. Fürchte den stummen Fremden. Archeum ist unsichtbar. Ja, bist du, ja. Ich habe mir heute das HTC HD2 ersteigert. Von 2009 oder 10, glaube ich, ist das rausgekommen. Wollte ich damals immer haben, jetzt habe ich's. Alles klar, mach das. Schlaf gut. Ich hoffe, du kannst einigermaßen gut schlafen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ja, das, also die hatte ich mir auch mal angeschaut. Und hab mir aber dann auch schon. Ich meine, die waren jetzt. Wie gesagt, Pearl ist halt die deutsche Version von einem China-Schrottladen. Haben teilweise ganz witzige Sachen, ist meistens günstig, aber sie sind nicht nur günstig, sondern eben auch billig. Nicht so viel rummeckern. Na, ich meine, früher gab es halt noch keine Alternativen. Früher gab es ja nur die Samsung, die Windows Mobile Handys. Und ich hatte dann 2011 hatte ich ja mein erstes Android. Ich hatte auch vorher überlegt, irgendwie BlackBerry mir mal anzuschauen. Oder halt das iPhone. Aber dann ist es doch das HTC Desire geworden. Leider nicht in HD, sondern die normale Version. Ja, das war irgendwie, die haben halt, also Windows Phone ist halt ein bisschen zu spät gekommen. Und die haben halt dann auch irgendwie nicht mehr großartig weitergemacht. Ich meine, das Windows Mobile 6.5, also die vorherigen waren auch eigentlich immer nur mit Stift zu bedienen, weil die Displays so klein waren, dass die halt nur für Stiftbedienungen ausgelegt waren. Wie soll ich denn da hochkommen? Und, ja, und dann so, ich glaube, mit den Windows 6.5 wurden dann die Displays ein bisschen größer, dass man es halt so zumindest rudimentär mit dem Finger bedienen konnte. Dass dann die Menüs und Buttons etwas größer wurden.
Was ist die Schrift? Ja, hatte ich damals tatsächlich auch gemacht, so gegen Ende, dass ich dann quasi die, dass ich die meisten Sachen dann wirklich nur auf dem Laptop mitgeschrieben habe. Aber ja, ich glaube, HTC ist bei mir zusammen mit Samsung die Marke, die ich am häufigsten hatte. Ich meine, ich habe hier noch ein Samsung-Tablet, was noch zusätzlich dazu kommt, aber ich glaube, ich hatte dann damit drei Samsung und drei HTC-Handys. Mittlerweile auch wieder zwei LG, also das ist jetzt wieder hier der... So, die nächste Phase. Ja, meine Schwester ist ja auch, die ist da sehr zufrieden, aber die ist halt komplett auf Apple umgeschwenkt. Die hat halt alles von Apple mittlerweile. MacBook, iPad und iPhone. Und das ist halt wieder so untereinander synchronisiert sich das halt auch wunderbar. Obwohl ich eigentlich jetzt mit außenstehenden Dingern gar keine so großen Probleme habe. Meine Herren, ey. Ich bin kurz davor, mich hier durchzuballen. Also mit dem Schleichen geht hier überhaupt nicht mehr gut. Ich meine, wir können schleichen, aber die Gegner sind halt so platziert, dass man hier nicht gut durchkommt. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert, nachdem ich da dran vorbei bin, oder? Hallo, Wolinchen, willkommen. Ich glaube, ich habe vorhin echt genau diesen Moment gepasst, dass ich da dran vorbeikomme, ohne... Also, dass er halt gerade sich in die Richtung dreht, dass ich mich da dran vorbeischleichen kann. In dem Moment. Ja, stimmt, das ist halt das Problem, wenn du halt, ja, das wahrscheinlich. Das ist halt das Problem, wenn du halt nicht, also quasi nicht mehr auf die etablierten Sachen zurückgreifen kannst. Das mit dem Store war tatsächlich bei mir auch die, die Befürchtung, die ich hatte, als es um Dings ging, ums Tablet, weil ich hatte halt beim Tablet dann überlegt, oh, das sieht schmerzhaft aus, da hatte ich dann überlegt, ob ich dann hier wieder ein Android hole, ob ich mir ein iPad hole oder halt eins von, also damals gab es ja noch die Windows-Tablets, war, glaube ich, gerade so ein, zwei Jahre bevor Windows Mobile dann, beziehungsweise Windows Phone dann halt endgültig Schluss gemacht hat. Und da hatte ich halt mal so durchgeguckt und habe gemeint, iPad wäre halt ganz gut, weil ich meine, ich habe ja mein MacBook schon. Allerdings... allerdings hat mich da halt dann das Bildseitenverhältnis ein bisschen gestört, da ich halt auf dem Ding eben auch hauptsächlich Filme gucken wollte, ist halt 16:9 doch sinnvoller als 4:3. Ich meine, das ist zum Lesen besser, weil du halt ein bisschen mehr auf den Sachen drauf hast, aber dafür ich, das war halt wirklich hauptsächlich zum Medienkonsumieren gedacht. Warte mal, ist da hinten zufälligerweise eine Leiter oder irgendwas? Nö, ist nur ein Punkt, wo ich runterfallen könnte.
Spiel, mir fehlt gerade so ein bisschen der Fortschritt. Ja, wie gesagt, deswegen ist es dann im Endeffekt das Samsung Galaxy Tab geworden. Wer bist du eigentlich? Für eine angenehme Überraschung, Mann! Ich bin's, dein Kumpel! Du hast mich gerettet! Und ich habe Hilfe geholt! Cool! Ich hatte hier einen kleinen Umtrunk, um zu feiern! Hab's etwas übertrieben! Das sieht man! Während die Jungs sich mit den Waldarschlöchern vergnügen? Tja, also... Na komm, setz uns mal dazu. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist halt die Sache, je nachdem wie viel, wahrscheinlich wieder ein Keks, genau, wie viel Bloatware dann immer noch mit drauf ist. Das war ja auch, ich hatte Kepo ja noch vorgestern geschrieben, dass ich mir mal dieses Linux-Phone angeschaut habe, beziehungsweise halt ein Video zu diesem Linux-Phone, was jetzt demnächst rauskommen soll. Und das ist halt auch jetzt erstmal noch nicht wirklich praktikabel. Es ist halt nur dafür gedacht, dass die Leute mal oder Entwickler mal gucken können, wie sie dann Apps entwickeln können. Es gibt halt auch wirklich kaum Apps dafür und von daher, also ist halt noch nicht alltagstauglich, aber wohl eine interessante Sache. Wahrscheinlich bist du jetzt fertig hier mit Erzählen und Machen, ne? Naja. Aber noch einmal eingetrunken zusammen. Man weiß, bringt mich, das ist halt nicht so unglaublich weiter. Ja, ich glaube, mein Vater hat auch irgend so einen E-Ink-Reader. Aber ich glaube, jetzt auch länger nicht mehr genutzt. Aber der verliert dann so Sachen halt auch leider mal relativ schnell das Interesse. Ist dann so für ein Jahr, zwei ganz interessant und dann kommt wieder irgendwas anderes. Endlich. Ja, seit bisher war es bei mir eigentlich mit dem... Hat es eigentlich mit dem Tablet gereicht. So für unterwegs. Und jetzt, nachdem ja mein MacBook auch endlich mal wieder läuft, sogar mit Catalina, also der aktuellen Version, halt jetzt nur ohne Grafikkarte, weil die halt komplett durch ist, zum zweiten Mal. Aber witzig, es war halt echt, das hat jeweils, die hat jeweils vier, so, ja doch, jeweils 4 Jahre gehalten. Aber hat mich ja sowieso gewundert, warum sie damals AMD-Produkte verbaut haben, obwohl die wohl angeblich, was ich jetzt neulich nochmal gesehen habe oder gelesen hatte, mit den aktuellen Versionen besser laufen als die GeForce-Karten. Was sich da Apple wohl irgendwie mit arrangiert hat, in Anführungsstrichen. Ja, aber die sind auch bestimmt, also ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich entweder teuer oder nicht wirklich praktikabel mit dem E-Ink. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, klar, hat halt echt einen Vorteil, dass du dann, also das ist ja glaube ich der Vorteil von dem Zeug, dass du halt für relativ wenig Stromverbrauch und ziemlich helles und so halt ziemlich viel Kontrast hast auf jeden Fall. Das ist Sprengstoff. Völlig ausgetrocknet, aber ganz